Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dem Spiel, wo Leute mehr ragen als in Call of Duty, und zwar in allen zusammen, und zwar The Binding of Isaac. Und das ist wirklich wahr, weil man... Naja, man ist hier schon Madlife, wenn man hier irgendwie Scheiße bekommt in den Sachen und möchte gerne sehr weit kommen, und dann verreckt man einfach. So ist das ungefähr, und in Call of Duty ist das wahrscheinlich genau dasselbe. Und wir spielen heute mal den Hard Mode, weil da müssen wir noch einiges freischalten, und ich dachte mir, wir spielen mal direkt gleich mit dem klassischen Isaac, weil den haben wir noch gar nicht gezeigt. Wo ist denn der hin und so? Und hier ist natürlich mal wieder, der sieht für euch, Y61MZT19. Bitte notieren, und wenn ihr diesen Run auch haben wollt, dann einfach nur im Menü diesen Seed eingeben. Ja, und dann wollen wir mal wieder gucken, weil auf Hard Mode haben wir natürlich noch auch ein paar Sachen freizuschalten. Und ja, noch viel mehr. Es ist schwieriger natürlich, man sieht es auch, unten links ist jetzt so ein, oben links ist so ein Symbol unter den Schlüssel, das steht für Hard Mode. Und wir haben nicht so die besten Chancen auf gute Items, wir haben schwierige Räume, wir haben eine höhere Chance auf böse, böse Gegner. Und das natürlich alles mit geringeren Chancen. Luck down, Luck up gibt es hier, glaube ich, gar nicht mehr. Das heißt, einmal oder nicht und so. Wir probieren es jetzt einfach mal. Ah, gut. Oh, die, von denen will ich mich eigentlich ungern treffen lassen. Die ziehen mir direkt ein Herz. Oh mein Gott. Lol. Scheiße, ist das denn gemacht? Wir hatten das hier bitte eingebracht. So. Wir sind direkt im Basement XL. Das heißt, wir haben direkt Schuss auf zweimal Goldkiste, wenn wir mal gleich einen Schlüssel bekommen würde. Okay. Ich finde das irgendwie ein bisschen asozial, wie viele Curses hier gibt auf jeden Fall. Im Hardmode wird es wahrscheinlich auch nur... Oh. Nur Curses geben. Ah! Ah! Und die Feuerrate ist schon auf Maximum. Dafür ist unser Damage ganz runter. Aber ich schieße lieber sehr schnell und mache Schaden, als dass ich normal schieße und keinen Schaden mache. Egal, Feuerrate ist sehr gut. Schneller schießen. Habe ich gerne. So, da oben haben wir schon den Goldraum. Den ersten. Und ich glaube, wir können die sogar in Basement XL sofort kostenlos öffnen. Ohne Schlüssel und so, weißt du? Weißt du, weißt du? Oh, aber wir haben noch mal einen Safe-Schlüssel. Oh, Forever Alone, Attack Fly, sehr schön. Eine, die uns ein bisschen was bringt. So, dann suchen wir noch schnell den zweiten Goldraum. Das ist nämlich ganz gut und praktisch mit der Fliege. Mit der kann ich dann immer schön die Bosse dann immer schön, weißt du, in den Bossen stehen bleiben. Oh. Okay, das war nicht geplant. Das war auch nicht geplant. Wow, Alter. Ein Herz. Nein, Quatschshot. Er läuft bei mir. Und das sehr schnell schießen. Das, so muss es aussehen, meine Freunde. So und nicht anders. Alter, der wäre noch Mordruszahl gewesen. Alter, wenn ich da rankäme, Alter. Ich wäre... Bam, 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 Alter. Vierfachschuss, und das ist doch... Also, das ist doch, meine Freunde, das ist genau das. Und ich hab mal gucken, ob hier noch im Shop was Gutes dabei ist. Okay, leider. Ja, ich habe nur noch 8 Münzen in der Donation-Maschine. Lasst mich, ich bin ein... So, und ein Herz, bitte. Was würden wir bekommen, wenn wir... Was ist das Auge? Ah, das ist das Inner Eye, glaube ich. Oder? Nee, 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 ist nicht Inner Eye. Das ist Kane's Eye, wäre das gewesen. Das war unser tägliches Motto. Und die Wolken kommen jetzt, wie gesagt, immer am Wochenende. Aber wirklich voll versprochen am Wochenende, weil Wochenende ist dafür da, dass ich euch hier was besorge. Weil ich am über der Woche keine Zeit habe. Geben wir ihnen noch mal ein bisschen. Das war's mit ihm. Ich weiß nicht, die Pille soll sehr schlecht sein. Speed up plus size down, aber dafür ist unser Schaden halt wirklich... Hier ist down. Na super. Monstro 2, bitte. Die Kasse. Wir brauchen aber demnächst auf jeden Fall mehr Damage. Also gucken wir, dass wir mal irgendwie Satans Raum finden. Können mal ausgeben dafür. Okay, gehen wir ihm mit der Fliege ein bisschen. Sack. So, ist schön auf den Sack gegangen. Na gut, das habe ich jetzt nicht gerade erwartet, aber... Gut. Weiter, wir haben beide Stockwerke schon, das ist schon ganz gut. Mit Quadshot kommen wir eigentlich gut voran.
So, Caves 1, meine Freunde. Ganz schön schnell. Oh, Mann. Ah. 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 Ist das jetzt ernsthaft? Oh mein Gott. For real. Guck mal, wie süß ich bin. Ich bin ja kleiner als der sogar. Wir hoffen mal, dass diese Pille nichts Gutes ist. Okay, Bombs are keys. Ein Herz, nicht so geil. So, das, was ich hoffe. So. Ja, das werden wir nochmal rerollen. Dafür machen wir gleich mal schnell einen Raum. Ein Herz ist aber nicht so geil. Oh, aber. Wir haben keine Bomben. Scheiße, wir kommen nicht rüber. Oh Gott. Bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Das wäre die kürzeste Folge ever und das wäre ein vermasselter Run. Das so verkacken werden. Einfach nur schön irgendwie nichts Doofes machen, ja? Kollege. Okay, nice. Einfach nur eine Bombe, dann könnte ich darüber und hätte zwei Herzen wieder safe und voll alt. Ja, the Peeper Plop ist ganz praktisch. Das ist dann quasi wie so eine kleine Nothilfe. Sag mal, mit einem Herzen bin ich da eigentlich nicht rüber. Können wir noch irgendwo eine Bombe bekommen? Wenigstens Shop oder. Oh Gott, nein, 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 nein. Okay, ich gehe da garantiert nicht mehr hin. Also, ich habe ein Herz und muss das jetzt machen. Ich muss einfach. Oder vielleicht ist hier noch ein Herz drin. Oder vielleicht da. Chat ist der Boss, das ist jetzt nicht so geil. Aber vielleicht geht das ja ganz gut. Mal gucken. Oh, mach bloß keine Fuchsen. Ja, noch bis jetzt geht's ja. Jawoll, safe, Digga, safe. Sehr schön. Gives Kisses. Für zwei werden wir einen Kontakt-Anfrage bekommen. So, da ist der Shop. Ich gehe mal in den Shop rein. Ah, nice. Da, wo ich gefragt habe. So. Bräuchte eine Münze, dann könnte ich mir eine Map kaufen. Das wäre mir auch richtig worth eigentlich. Aber ich gönne mir mal eine Reroll. Dass wir den direkt haben. Weil dieser Reroll ist nämlich sehr praktisch. Und ich habe übrigens auch schon den D20 freigeschaltet. Daher passt das. Ja, für so ein paar Sachen. Und Curse of Darkness. Ja, geil. Ja, wir bräuchten jetzt auf jeden Fall noch harten Damage ab. Das wäre richtig gut. Wär richtig geil von dir. Wenn du das geben könntest, das Spiel. So, so, weg damit. 1,5 Herzen, das ist gerade nicht so die beste Methode. Oh Gott, diese Viecher. Dass ich weit weg bin. Kommen die nicht so nah. Egal, ich finde das voll cool, dass man wenigstens so schnell schießt, weil ich bin auch eher irgendwie so der Freund, der schneller schießen möchte. Dafür Schaden austeilt. Oh Gott, diese Phase, diese Phase. Digga, Digga. Oh Gott, das ist mein Tod. Wer macht denn so einen Raum? Wer inszeniert so eine Abstraktion des Bösen? Ich glaube, ich bin hier oben tot gleich. Digga. Boah, Deluxe Dow. Okay, ich brauche jetzt einen Plan. Erstmal eins töten und zwei. Nein, 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 das lasse ich mir nicht geben. Little Gish ist sehr gut. Wir fangen nochmal neu an. Die Folge geht weiter. Ich will das drin haben. Ich will sehen, wie das gut. Hier ist das neue Seed. MGC9. Ich habe das kurz hier aufgemacht. Ich will jetzt nicht weiterreden. Ich will jetzt diese Folge produktiv und mit einer wahrsten Überzeugung und mit einem Erfolg auch schaffen, ja, meine Freunde. Wir schon etwas dahinter haben, was ich. War nämlich schon geil. Ja, bad trip. Ja, meine Freunde, so sollte das eigentlich immer laufen. Ich habe irgendwie einen Winstreak von -4, glaube ich. Also, falls ihr mich da fragt. Und ich war schon mal wirklich tiefer mit dem Score. Also mit dem. Ja, wie soll ich jetzt die töten? Darf ich das gerne wissen? Hallo? Nein, gut. Aber, nee, da waren wir noch nicht drin. Den müssen wir auch rerollen. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Ist das eigentlich schon XL? Ja, es ist XL. Das heißt, wir können auf jeden Fall rerollen.
oder später. So, ich bräuchte eine Bombe. Schlüssel brauche ich nicht. Aber ich hab da gerade. Also, einer der besten Begleiter ist entweder Rainbow Baby, Mongo Baby oder Sticky. Also, Little Gish. Finde ich am stärksten. Persönlich. Und den nehme ich mal mit. Der ist nämlich ganz praktisch. Kann praktisch sein. So. Ich glaube, der wird ein besserer Run. Oh, zack. Und ich hätte das vielleicht nicht nehmen sollen, weil es ist wirklich geil. Der Outwashroom ist wirklich OP. Aber brauche ich den Damage ab dafür. So, ich werde mal kurz hier mein Space-Item reviewen. Was da drin ist im Goldraum Nummer 2. Vielleicht ist es ja was Gutes. Ah, Samson's Chain, the old ball and chain. Ist okay. Damit kann man schön Sachen machen. Zum Beispiel kann man hier das hier machen. Ne? Bisschen mit Skill. Na komm, schön hier. Schmackes! Wollo! Hopp da, jawoll! Und so will ich das sehen. Meine Kinder, genau so. Dann kann man nämlich hier schön kaputt machen alles. Wenn man es natürlich schafft. Ich weiß nicht, was das macht. Mir viel, viel stronger. Mache ich dann irgendwie mehr Schaden? Oder renne ich schneller? Oder bin ich schneller? Oder bin ich... dieses Stomos oder Zellos oder wie das heißt. Keine Ahnung. Weiß der Geier. Das Ding macht natürlich auch Schaden. Wir können es ja mal probieren. Ah. Geht gerade schlecht. Egal, ich habe jetzt eine Bombe. Wobei, ich hätte es einfach aus. Egal. Dafür kriege ich ja mehr Bomben. So, ich möchte aber noch gerne den Shop gucken, weil wir haben wirklich 14 Münzen und werden wirklich nur eine bekommen. Wäre das ja easy squeezy. Ja, wo ist denn der Shop? Blöd? Habe ich ja noch nicht gefunden. Nein, den Shop sehe ich noch nicht. Wie gesagt, dieses Item schaltet man auch erst frei, wenn man mit Samson Satan besiegt hat. Daher, macht mal Satan, meine Kinder. Macht. So, da ist, oh, schon wieder so ein, blauer Stein. Gibt's heute irgendwie überall. Also heute, meine Freunde, kriegt ja zwei Runs. Ausnahmsweise. Ja. Ja, ich bin immer zu faul, das so zu machen. Ja. Ja, das ist okay. Das ist more now. Plus zwei Keys. Wir kriegen immer zwei Keys statt einen. Eine Pille mit Bad Trip, natürlich. Ich spreng nochmal den Typ, weil der macht. Der ist gerade ein bisschen Mad Life, aber bringt uns nichts. Okay. Ab zu einem Boss. Oder zu den Bossen. Das sind zwei. Diesmal wird das was. Wir sind jetzt erst in Basement. Oh. The Duke of fucking Flies, Mann. Oh nein, ich hab's ja schon irgendwie geahnt. Der geht mir so richtig auf den Sack. Ah, dafür, dass ich hier diesen Sticky Friend hab. Was ist das? Aua. Kochlöffel will keiner lieber den Allstats ab, Mann. So muss das, meine Freunde. So, und nicht anders. So, 4 Damage machen wir jetzt. Magic Mushroom ist OP. Oh. Jetzt geben wir ihm. Jetzt geben wir ihm quasi. Ah, das war jetzt lächerlich, dass ich mich da habe treffen lassen. Aber, wer kann ein, wenn ich die Kugel so ein bisschen vor mir lasse, so, dann trifft die mich nicht. Auch geil. Ah, HP, Regeneration und HP ab. Ist sehr schön. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann. Und das sieht ganz gut aus bis jetzt. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Der Damage Up ist okay. Die Items sind jetzt auch nicht so schlecht. Also der Run ist. Genauso gut, aber der letzte hätte besser sein können, weil ich hatte da echt schon den Quatsches. Oh Gott. Oh, yo, 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 yo. Junge. Das ist nicht nett. Ja, das meine ich.
Aua, was war denn das jetzt? Da war doch gar nichts. PhD, sind Better Pills. Die nehme ich doch auch gerne. Balls of Steel. I can see forever. So, wir sind direkt beide Räume. Huch. Na, das ging ja schnell. Gut. Dann nehmen wir einmal Guppy's Tail. Cursed. Wir sind cursed. Und dann mal schön Geld einkassieren. Und zum Shop gehen, weil wir haben 17 Münzen. Gucken, was wir einlösen können. 50% Steam-Rabatt gönnt man sich doch gerne! Wenn das so in echt wäre, würde ich das richtig feiern. Ich spreng mal wieder dich. Gönn uns noch ein blaues Herz. Vielleicht hätten wir die Pille kaufen können, aber... Einerseits schön und gut, andererseits, ja, was weiß ich. Ja gut. Ist ganz gut so. Damage ist das. One-Hit, die Viecher da. 4 Striche Damage sind das jetzt, ne? So modade. So ohne der anderes. Wow, die kommen da ja schon. Servus. So, zack. Da auch mal wieder aufgeräumt. Hier gibt's keinen Case. Kein Curse, meine ich. Dann du und dann du. Oh Gott, alles voller Bomben. Ah. Ah. Ein ganzer Raum voller Bomben, ein ganzer Raum voller Bomben. Oh, schön. Die du mal. Explodiere du mal. Ich red mal alle, Alter. Force of Steel. Nehme ich gerne. Liberty Cap. Nehme ich noch lieber. Eins meiner Lieblingstrinkets. Eine Bombe. Habe ich schon Goldraum? Ich habe alles. Ich habe alles. Gertie Junior. Hallöchen. Wenn du noch ein bisschen langsamer werden könntest, wäre ich dir sehr zu Dank verpflichtet. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden ich dir mache, aber so wie es aussieht, schluckst du. Ja, lalalala, stopp. Nicht so schnell. Ja, nice. Was ist denn das? Das finde ich scheiße. Das finde ich doch schon besser. Speed plus Damage up. Oh, nice. Hui. Das ist sehr guter Reroll gewesen. Jo, meine Freunde. Das ist ein guter Run. Damage ist gut. Wir sind in Caves. 2. Ich überlege, ob ich das gerade vorne rausschneide. Aber bis jetzt ist alles gut. Auf 5 Hits braucht jetzt dieses Vieh, Alter. 5. Ist trotzdem zu viel. Ich jetzt. So, lalalala. Also das mit dem Sticky Friend ist manchmal echt praktisch. Da kommen die Gegner echt gar nicht an dich ran. Hat schon seinen Vorteil. So. Wenn nämlich jetzt halt, gibt es halt eine größere Folge. Aua, das hat wehgetan. Was ist das nochmal? Poison Tears? Nee, du. Nee, hör auf. Das wäre ja dann zu OP. Ja, Skorpion, Digga. Erst die Spinne. Der Skorpion. Und jetzt noch eine Kugel. Alter. Das könnte eine Spinne. Also vorher hatten wir den Quatschschuss ja, ne? Geil. Jetzt brauchen wir nur noch eine Bowlingbahn. Dann können wir so richtig schön die Dinger so abfetzen, ey. Oh nein.
Hallo. Please. Termin. Gönnt man sich. Lass mich durch. Naja. Was soll ich dir denn geben, ne? Was hast du denn so Lust? Biete dich mal so ein bisschen. Ey, ist ja sehr richtig OP. Ich mach dann ja bei jedem Gegner, mache ich dann wirklich so Poison, ne? Alter, ich mach bei jedem einfach Poison. Ja, nicht immer. Nicht immer, nicht immer. Aber man sieht schon was dabei. Ayo, Dark One, Alter. Einer der nervigsten Bosse des neuen Rebirth. Picken wir jetzt einfach mal. Boom, boom. So, Doc Lunch nehme ich doch gerne. Und den lasse ich mir doch auch nicht nehmen hier. So, till the end. Noch mehr Damage. Was macht eigentlich die roten Schüsse? Die sind ja jetzt rot hier. Bewirken die was? Haben die eine Wirkung? Oder sind die... Wenn die jetzt freezen, wäre das richtig geil. Weil es gibt ja quasi diese Moms Contracts, die quasi in Anführungsstrichen freezen. Und die schießen rot. Wenn jetzt Mr. Maggie noch rot schießen könnte... Schießt. Also, schießt ja gut schon. Dann noch zusätzlich, ne? Also, weiß nicht, dann ist noch nichts vorbei. Es wird vielleicht eine Stundenfolge. Irgendwie so überlegt. Ich will es ja sehr schnell. Vielleicht kommen wir ja schnell durch und dann ist gut. Ist Feierabend. Aber. Schlüssel. Toll, guck mal, wegen dir habe ich jetzt keine Schlüssel, weißt du? Was machst du eigentlich? Nein, nicht in die Ecke da. Ah! Uhrensinn. Uhrensinn. Weißt du, aber da werden sie nicht penetriert. Wieso werden sie nicht vergiftet? Verstehe es nicht. Von Nummer 1 ist vergiftet. Recke. Recke. Gedreckt. Gib mir einen Schlüssel oder sowas. Nein! Oh mein Gott! Oh, mach die scheiß Dinger da zur Seite. Da komm ich da doch durch. Two of Clubs. 12 Bomben. Oh. So. Okay, links ist der Boss. Das wissen wir jetzt auch. Oh, Gottes Willen. Damage up! Leute, ich fasse es ja nicht. Wir sind schon so weit angekommen. Wir schießen jetzt auch schneller. Oh, Alter, wenn du den Effekt hast bei Isaac-Campen oder so. Das ist OP. Dann machst du Damage ab und schießt mit dem Effekt von dem, Boah, Alter, das ist OP. Nach links fällt mir ein. Ja, du Hurensohn, Alter! Amy? Oder will ich Little Steven? Natürlich will ich Little Steven, Digga. Wuhu! Das ist doch geil. Oh, oh, und Zeit für Little Gish. Oder besser gesagt, Gish. Es ist ja eher der Gish. Ihr beiden macht hier erstmal einen Abgang, ja? Ihr habt hier nichts zu reden. Alter, der gibt mir. Kleiner Bastard, was glaubt der, wer er ist, Alter? Seine Staatsversicherung. Oh, was glaubt der, wer ist? Ich glaube, ich rasiere ihm gleich die Beine weg, Alter. Vor allem wegrasieren, Alter. Oha! Glaubt er, wer er denkt, wer er ist? Erstmal wieder Damage on Ranger. Der Damage wird gerade einfach nach oben gefickt, Alter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir könnten eigentlich, könnten wir nicht. Ich gehe weiter. Keine Zeit verlieren, meine Freunde, keine Zeit. Wir sind direkt weiter. Depth 2, Curse of Darkness. Wir sind 14 Minuten in Aufnahme schon. Oh mein Gott. Jo, das war das. Ich hab, Alter, ich hab dann irgendwann auch nur noch sehr wenig Leben. Fällt mir gerade ein. Okay, ich lass mich durch. Rolls of Steel, sind immer gut. Wow, Laser. Hard Realm, vor allem.
Goldschlüssel bräuchten wir dann mal. Goldschlüssel, nein, das ist normaler Schlüssel. Oh, Leute, was ist jetzt hier? Ja, klar. Ja, packen Sie bitte den ganzen Raum voll mit den Dingern. Oh mein Gott. Oh Gott. Ein Schlüssel. Egal, erstmal Goldraum finden. Goldraum müsste hier bestimmt irgendwo sein. Da! Ja, wer kommt auf diese Idee? Help! Jetzt viele von den Hurensöhnen, Alter. Ist das dein Ernst? Spiel? Ja, das Spiel ist jetzt auch von Gaben inszeniert, Alter. Deswegen ganz viele Gaberinos, Alter. Ja, hopp, Alter. Friss mein Gif. Ach, kacke auf! So, danke. Schade. Strange. Das ist eine gute Karte. Die sieht doch jeder gerne. Boah, wie schnell ich bin, Alter. Dann bleibt mir auch nichts erspart. Okay, da ist der Goldraum schon mal. Das ist Nummer 1. Das ist sehr gut. Dann wieder gleich in den Shop gehen. Wir haben ja Steam Sale, ne? Ja, Mann. Direkt in den Shop. Ja, mit so viel Geld können wir jetzt sowieso in den Shop. Guck's dir an, Digga. Guck at dir an. Okay, wir den Shop haben wir noch nicht gefunden. Der ist wahrscheinlich leer. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Und wir kriegen Dark Boom, wenn wir... Er nimmt uns einfach unsere roten Herzen weg und gibt uns dann ein schönes blaues Herz. Dann gib mir schon mal eins. Komm, gönn dir. Gönn dir ein rotes Herz. Jawohl. Lol, er gibt mir jetzt... Er gibt mir jetzt... Lol. Ich dachte, er gibt blaue Herz. Oh mein Gott. Okay. Let's go to the shop. Lol, was, wie groß bin ich denn? Alter. Alter, wie riesig bin ich? Tier's up. Gönn ich mir. Komm, jetzt Bombe gekommen. Tier's up. Can see forever. Dies ist definitiv einer der besten Runs, die ich hatte. Tier's up. Mal zwei. Muss ich nochmal ein Can see forever machen. Können wir die ganzen Spacken hier in die Luft sprengen. Was dabei rauskommt. Wie es aussieht, nichts Gutes. Manchmal kommt ja auch was Gutes dabei raus. So, dann gucken wir mal. Ey, der ist da unten. So, hab ich gehört. Ja, ganz da unten. Sehen. Wieso ist der so langsam? Oder tut er nur so? Na toll. Eigentlich stirbt er auch so von vorne, wenn ich die ganze Zeit so anpirse. Keine. Oh Gott. Ja, Gott sei Dank war der schnell tot. The left hand. Scheiße. Oh, RIP, Alter. Ah, ganz viele blaue Herzen. Oh, warte, ganz viele blaue Herzen? Sag mal ein hier. Ich jetzt aber hoffentlich viel dafür, oder? Say what? Hallo? Ich brauche keine roten Herzen. Warum ist denn der so komisch eingestellt, dass er aus... Dass er, hä? Dark Boom Bug oder ist das gewollt, neuerdings? Oh Mann. Liebe ich also. Okay. Kurz mal Strength aktivieren. Schaden machen wir sowieso jetzt zu viel. Okay. Was ist eigentlich, wenn ich Polaroid und so rerolle? Das tut weh, ne? Das ist wie so ein Piercing. Das sieht gut an. Ich rerolle mal. LOL! Ich kann das rerollen! Einfach rerollen! Da gönnt man sich. Ich wollte das eigentlich gar nicht, aber okay. Was ist das? Curse up. Of the Babylon. Naja, ah, das ist ganz gut. Wenn wir ein halbes Herz haben, sind wir permanent Monster. Sind permanent OP.
So, ich mache aber gleich Schluss, weil ich muss eigentlich morgen früh raus und ich möchte mich noch mit meinem Bett bekannt machen. Hust, hust. Okay. Mal durch. Alter, ich hasse diese Anusse, ey. Richtig, ne? Oh, ja. Geil. Mag ich. Direkt. Ja. Dieses Code, Alter. Ich kriege ich. Oh, Junge. Ah, guck mal, jetzt macht er auf einmal wieder blaue Herzen raus. Verstehe nicht. Also ich verstehe nicht ganz, warum und wieso, weshalb. Komm, gönn mir. Wisse? Lol. Nein! Ah, das war ja der Raum. Lol, der Damage ist trotzdem OP. Schon. Boah, feedet mich. Ja, der Run ist gerade ein bisschen geil. Irgendeiner von denen war doch gerade. Ja, wahrscheinlich. Summons. Roll your Destiny. Nee, ich reroll nochmal mein Destiny gleich. Können wir dann nochmal rerollen? Dann kriegen wir vielleicht was Besseres da raus. Rush. Rush. Hatte ich nicht irgendwo. Was wahrscheinlich schon mit dem? A Rip in Differinos. So. Komm. Gönn mir. Sounds. Okay, das war's. Ah, toll. Na gut, haben wir schnell geregelt. Haben wir schnell geregelt. Mal sagen, ne? Okay, noch Schaden bekommen. Naja, aber immerhin HP ab. Und weiter geht's. Whee! Scheiß auf so Monstro und das Rerollen. Ich will jetzt hier Wurm 2 noch schaffen und dann durchgehen da Isaac klatschen und so, weißt wollte jetzt eigentlich ernsthaft nicht gesagt, nicht das Polaroid zack verkacken, aber okay. Mein Gott. Okay, easy peasy, lemon squeezy. Ah, Mann. Junge, läuft bei mir. Läuft bei mir hart, läuft bei mir hart, läuft bei mir hart. Geht denn, Alter? Wenn ja. Ach, nichts, okay. Nichts ist was für dich, oder was? Tot sind, Alter, diese Dinger, dieses. Ah! Ich kann sie nicht mehr sehen, ey. Ja. Ja, Alter. Oh Gott. Aua. Ja, auch nicht mehr. Ich hab Curse of the Unknown, by the way. Ist ein sehr geiles Ding. Und jetzt so? Ja, verreckt einfach am Gift. Ich finde es schade, dass man wenigstens nicht die Dinger rerollen kann. Die Trinkets, das wäre geil. Weil gibt es das schon? Gibt es ein Item, das das vielleicht beeinflusst? Das wäre geil. Halt. Blaue Herzen nehme ich immer gerne mit. Das bin ich auf einmal so schnell gewesen. Toll. Ja. Two of Clubs, 36 Bomben, läuft bei mir. Balls of Steel, wieder. Oh Gott.
Aua. Und da kommt er nochmal. Fistula, du wirst gebankt, 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 gebankt. Fertig gemacht. Damage ist einfach nur real. Dafür, dass ich Gift mache, ist das noch OP-ler. OP-ler. Stehst du? Stehst du? Wir sind jetzt aber in Depth 2, ne, schon. Das heißt, es wird jetzt ernst für uns. Versuche jetzt erstmal diesen scheiß Augen auszuweichen. Das heißt, die kommen weg. Jetzt geht's ab. Jetzt geben wir dem Herz. Jetzt geben wir dem Herz richtig. So richtig so auf die Fresse. So, so, so zack, 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 zack. Im Haarfleisch das Vieh. Und jetzt machen wir hier einmal auf. Oh mein Gott, was das denn? Alter! LOL! Gerade mal ein bisschen hier. Weg da, weg da, weg da. Okay, easy, 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 easy. Ich glaube, wir kriegen das, schaffen das sogar ohne einen Hit, Alter. Digga. Yo, unlock lost, baby. Ist das ein neuer Champ oder ist das lost, baby? Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich etwas, das wir auf Ding geschafft haben. Nice, sehr gut. Wir gehen mal weiter in die Kathedrale, baby. Machen den auch noch. Der wird gefickt. Der wird gefickt von uns. Der wird geraped. Das ist höchstpersönlich. Und dann können wir auch noch Satan klatschen oder so. Wir haben ja noch ein paar, wir haben ja noch viel vor. Ah, toll. Ach, schon wieder ein Curse. Finde ich ja sehr erleichternd. Alter, ich finde es immer so geil, wie viel Freiraum man hier hat. Gut zu wissen, dass ich hier... Oh, okay, ich möchte zuerst den da loswerden. So, weg mit dem. Oben war schon, ist er schon mal nicht, dann gehen wir mal nach links. Du kommst weg. Lege. Ist mir vielleicht was dafür. Oh mein Gott. Bisschen was. Yo, Digga. Läuft bei dir, läuft bei dir, läuft bei dir hart. Aua. Die Frage ist, die Pech wäre jetzt, wenn ich nicht wüsste, wie viel Herzen ich hätte und ich würde jetzt gleich sterben. Weil ich mir so denke, so, oh ja, das wird ja nicht so schwer sein. Wie weiß ich, erkenne ich eigentlich eher an auf der Ebene, dass, ob es hier blaue Steine gibt, weil die sehen ja alle gleich aus. Ach, du gehst mir erstmal weg hier. Ah! Oh, da will ich aber hin. Ich schiebe mich. Komm. Will ich aber nicht. Gib dir 54 Münzen, Digga. Ich hab heute viel zu verkaufen. Ich bin rich, Nigga, ich weiß. Aber du musst mir heute mal was Gutes tun. Du musst mir auch mal was Gutes tun. Komm schon. 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 Das kann ich so ein bisschen dauern. Okay, sehr schön. Wir haben The World. Das heißt, wir wissen direkt, wo der Wichser ist. Und er ist da oben. Oh ja, ganz viele Gluttonies. Die habe ich mich schon immer gefreut. Egal. Eins von Gluttonies weg. Nummer zwei kassiert erstmal jetzt. Eine volle Ladung. Okay, zwei Herzen. Mal Loki. Kein Problem habe ich. Boah, diese Bomben, ne? Verreck doch einfach in der Hölle, du kleines Höllenkind. Auch wenn ich Loki einen der geilsten finde. Muss einfach mal verrecken gehen, Alter. Die halten mich hier gerade auf. Weißt du? Boah, geiler Raum. Wieder geiler Raum. Da hätte hier wenigstens ein Space-Item sein können. Weißt du? Da bin ich jetzt wieder so schnell. Oh, ja, geil. Bin ich direkt? Oh. Digga. Digga. Bleibt mir so. War klar, dass ich in einem Secret-Raum natürlich... ja. Gehen wir nach rechts. Den hoffentlich letzten Raum.
Ladies and Gentlemen, es wird Zeit! Isaac gegen Isaac in Person. Und wir bleiben jetzt einfach mal ein bisschen in Bewegung. Geben ihm die ganze Zeit, weil das klappt dann. Okay, jetzt kommt die nervigste Phase von ihm. Das ist die, wo er dann auch die scheiß Engel spawnt, die jeder liebt. Dann auch diese fucking Phase. Was war da denn jetzt? Ich liebe Engel. Jeder mag Engel. Wer nicht? Hallo? Ich weiß nicht, wie viele Herzen ich... Schade. Es war schade. Meine Freunde, es war schade. Aber ich beende diese Folge, weil die ist auch lang genug für euch und ihr habt was zu schauen und wir sehen uns dann wieder am Sonntag. Bis dahin. Tschüss.